Ein Duft liegt in der Luft. Heute gibt's Erstaunliches über den Herbstgarten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Lebkuchenbaum Cercidifyllum japonicum. Mein Lieblingsbaum, nicht nur im Herbst, sondern generell, weil er ein wunderschöner Hausbaum ist. Im Frühling ein rötlicher Austrieb, also die Knospen, die sind ganz rötlich. Dann im Sommer silbergrüne Blätter und im Herbst eine intensive Gelbfärbung. Aber jetzt kommt's. Fällt das Laub zu Boden, dann duftet es nach Lebkuchen. Das ist so ein erstaunliches Phänomen. Warum duftet der Lebkuchenbaum? Ganz einfach. Alle Bäume, alle Laubgehölze sammeln jetzt die Nährstoffe, die sich noch im Blatt befinden, und geben sie an die Äste, an den Baumstamm oder an die Wurzeln ab. Dort lagern sie sie ein, damit sie im kommenden Frühjahr wieder Energie haben. Und das Blatt wird durch ein ganz spezielles Mittel abgetrennt. Dieses Mittel duftet beim Lebkuchenbaum nach Lebkuchen. Und sobald es drauf ist, kommt ein Windstoß und das Blatt fällt zu Boden und das Laub duftet. Das passiert übrigens bei allen Bäumen, dass die Bäume jetzt die Nährstoffe einsammeln. Daher ist der Laubfall ein ganz, ganz wichtiger Schutz und eigentlich schon eine Vorsorge, damit sie im kommenden Jahr wieder zu wachsen beginnen. Erstens, dass die kleinen Knospen immer viel Licht bekommen und zweitens, dass der Baum im Winter keine Schäden, zum Beispiel durch viel Schneefall, bekommt. Das ist die Vorsorge. Halt! Es wird im Herbst nicht geschnitten, auch wenn es manche nicht glauben wollen. Der Herbst ist keine Schneidezeit. Ob das jetzt die Rosen sind, ob das jetzt Bäume sind, zum Beispiel Obstbäume oder auch Himbeeren, Brombeeren, all das wird jetzt nicht geschnitten. Warum? Viele der Pflanzen haben noch grünes Laub und dieses Laub erzeugt noch immer Energie. Das heißt, alles, was jetzt noch an Sonnenlicht da ist, wird in Energie umgesetzt und in der Pflanze gespeichert. Bei den Himbeeren zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, damit der Wurzelstock wirklich ganz, ganz kräftig ist. Und genauso geht es den Rosen oder den Obstbäumen. Daher grundsätzlich im Herbst nicht schneiden, sondern erst im Frühjahr. Vor allem dann, wenn es zum Beispiel Gehölze sind, die im Frühjahr blühen, eine Forsythie zum Beispiel oder ein Flieder, würde ich den jetzt schneiden, schneide ich die Blüten weg. Daher Hände weg von der Schere, von der Heckenschere und von allem, was irgendwie nach Schneiden ausschaut. Geschnitten wird im Frühling. Erstaunliches gibt es auch über den Efeu zu berichten. Vor allem im Herbst ist er interessant. Grundsätzlich ist der Efeu eine Kletterpflanze, kennen wir alle. Klettert an Hauswänden hoch, auf Baumstämmen, was völlig egal ist und dem Baum nichts ausmacht. Aber jetzt kommt's, es gibt eine zweite Lebensphase des Efeu, nämlich dann, wenn er zu blühen beginnt. Und das sieht man hier sehr schön, denn der blüht im Herbst, ganz, ganz spät. Ist eine späte Nektar- und Pollenquelle für viele Insekten, unter anderem die Bienen. Später kommen dann sogar noch Beeren und die holen sich die Vögel. So, noch was Erstaunliches ist hier, eine Kamelie. Kamelien blühen normalerweise im Frühling, aber diese Kamelie blüht im Herbst. Eine ganz, ganz toll duftende Blüte, die den ganzen Herbst über immer wieder Blüten öffnet. Noch was Erstaunliches über den Herbst. Unkraut bleibt im Herbst stehen. Sie kennen ja wahrscheinlich den Garten für intelligente Faule und der wird jetzt Wirklichkeit, denn viele der Unkräuter sind sogenannte einjährige Unkräuter, die frieren automatisch ab. Da braucht man gar nicht ausreißen. Die mehrjährigen, die entfernt man im Frühling, und zwar im zeitigen Frühling. Warum? Ganz einfach deshalb. Boden sollte im Herbst und über den Winter nicht unbedeckt sein, denn er verliert an Nährstoffen. Viele der Substanzen werden weggeweht oder ausgewaschen und daher den Boden immer bedecken und daher das Laub auch nicht aus dem Garten entfernen, sondern häckseln und sofort als Schutz auf die Beete geben. Und im Frühjahr werden die Beete dann vorbereitet und dann geht es wieder richtig los. Ja, so viel Erstaunliches passiert im Herbst im Garten und man hat weniger Arbeit. Viel Spaß beim Garteln!